Also das ist auch ein Bild aus dem Jahr 2003 und das heißt der Wettkampf. Das Bild ist in Öl und Acryl und praktisch hätte man müssen drunter schreiben, der Wettkampf, das ist nämlich eine Fregatte. Da sind mehrere Schiffe in Genua gewesen, die dort so ein Rennen veranstaltet haben. Und da waren riesen Segelschiffe, ganz ziemlich moderne, aber beeindruckend waren die riesen Segel. Da sind ja hunderte Quadratmeter Segel. Und das hat mich irgendwie beeinflusst. Und da habe ich versucht, diese Segel zu machen und die Winde, die drinnen sein und dieser Sturm, das ist eigentlich ein bisschen chaotisch, aber wenn da richtig der Wind kehrt, dann ist es auch richtig chaotisch. Und da sieht man, natürlich habe ich das Ganze in Schwarz ein bisschen gefasst und da sieht man nachher schon die Segel, die waren ja von dem Boot rot. Und der Himmel, der war auch nicht gerade der schönste. Es ist ziemlich eine Windstärke, waren 6 oder 7 gewesen. Und also die sind ja dahin gesegelt mit 25, 30 Knoten, glaube ich. Unheimlich schnell. Und das Gefühl, was ich da beobachtet habe, wie ich das Ganze gesehen habe, dann bin ich heimgefahren, noch ein paar Tage und dann habe ich halt das Bild gemalt. Das war diese Fregatte, die in Genua, da war so ein Rennen 2003 und das habe ich dann auch so gemalt.